Hallo, herzlich willkommen zu meiner Montagslage. Ja, die Woche startet hier zu Hause im Westerwald. Im Moment bin ich in Neuwied, aber ich mache mich gleich weiter auf den Weg nach Koblenz. Denn dort feiern wir heute Abend im Theater 75 Jahre Parlament Rheinland-Pfalz. Und es ist sicherlich ein ganz besonderer Abend für uns Parlamentarierinnen und Parlamentarier und auf den ich mich dann schon ganz besonders freue, auf die Festansprache unseres Landtagspräsidenten Hendrik Hering und unserer Festrednerin Dunja Halali. Natürlich ist alles auch etwas in Sorge aufgrund der gestiegenen Corona-Infektionszahl und deswegen wird die heutige Abendveranstaltung auch unter 2G+ stattfinden. Ja, in der vergangenen Woche hat nicht nur die Ministerpräsidentenkonferenz getagt, auch der Deutsche Bundestag hat ein neues Infektionsschutzgesetz verabschiedet, was uns dann alle miteinander auch wieder vor neue Regelungen im Hinblick auf die Bekämpfung der Corona-Pandemie stellt. Wir werden in Rheinland-Pfalz auch die Corona-Bekämpfungsverordnung entsprechend anpassen und ihr findet alle wichtigen Materialien, Informationen, Frequently Asked Questions unter www.corona.rlp.de. Dort erfahrt ihr alles Wissenswerte, was ihr wissen müsst zur Bekämpfung der Pandemie. Und natürlich gilt auch hier weiter impfen, impfen, impfen. Sowohl was die Erst- und Zweitimpfung angeht, aber auch das Boostern. Und deswegen von mir auch hier nochmal der Appell an euch alle, wer die Zweitimpfung nun 6 Monate schon vorbei hat, das heißt, der kann jetzt zum Boostern gehen. Schaut nach bei eurem Hausarzt, bei den jetzt wieder geöffneten 8 Landesimpfzentren, bei den Impfbussen, die in ganz Rheinland-Pfalz herumfahren, oder es gibt auch einige Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz, die sich als Impfort anbieten. Auch hier gibt es die Informationen auf der Corona-Seite des Gesundheitsministeriums. Ja, für mich sind diese Woche viele Termine in Rheinland-Pfalz angesagt, viele Antrittsbesuche. Ich habe mehrere Termine auch in Ludwigshafen. Ich freue mich auf einen Austausch bei der BASF, bei der Landesmedienanstalt und mit vielen anderen interessanten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Am kommenden Sonntag bin ich dann sehr froh, bei mir zu Hause im Wahlkreis wieder sein zu dürfen und das Adventskonzert in Scheuerfeld in der Kirche genießen zu dürfen. Und es wird bestimmt eine wunderbare Einstimmung in den Advent. Ich wünsche euch eine spannende Woche, eine gute Woche und vor allen Dingen, dass ihr gesund bleibt. Passt auf euch auf!